Wie verwende ich die SuperDuper-App? Im ersten Schritt registrieren Sie sich für die Anwendung. Sie können sich über Google, Facebook und mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort registrieren. iOS-Benutzer können sich über Apple registrieren. Nach Eingabe der Anwendung erscheint der Listenbildschirm. Am unteren Bildschirmrand befindet sich eine Schaltfläche, auf die Sie klicken können. Und die Option, einen Namen für die Liste auszuwählen, wird angezeigt. Sie können einen der vordefinierten Namen auswählen oder manuell hinzufügen. Nachdem wir eine Liste erstellt haben, können wir diese Liste eingeben und Elemente hinzufügen. Jedes Element hat einen Namen und eine Kategorie. Sie können einen Artikel markieren, die Menge ändern, den Artikel löschen und den Namen des Artikels und die Kategorie bearbeiten. Premium-Benutzer haben die Möglichkeit, das Werbebanner zu entfernen und dem Artikel aus der Liste ein Bild hinzuzufügen. Für weitere Informationen und Fragen können Sie uns per E-Mail, Facebook, Instagram kontaktieren. SuperDuper Einkaufsliste erleichtern das Einkaufen.